Ich habe vor 3 Jahren über meinen Lebensweg und über meine Arbeit gesprochen. Ich möchte mich heute darauf beschränken, etwas über unsere speziellen Arbeiten auf der Strecke Humusforschung zu sagen. Ich habe 1975 die Leitung der Abteilung Ackerbauliche Grundlagen im Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit Münchenberg, Bereich Bad Lauchstädt, übernommen. Wir hatten damals eine personelle und experimentelle Grundlage, von der man heute eigentlich nur noch träumen kann. Wir hatten ein Versuchsfeld von 50 Hektar, den statischen Düngungsversuch Bad Lauchstädt, der zu den bedeutendsten Dauerdüngungsversuchen der Welt gehört. Wir hatten eine Gefäßversuchsstation mit einer Kapazität von 1200 Gefäßen. Wir hatten ein bodenchemisches, ein bodenbiologisches und auch ein bodenphysikalisches Labor. Die Mitarbeiter, die wissenschaftlichen Mitarbeiter waren in den meisten Fällen Landwirte, aber es gab auch Chemiker, Biologen, Physiker und Mathematiker. Es gab außerdem zu damaliger Zeit eine Forschungskooperationsgemeinschaft Versorgung der Böden mit organischer Substanz. In dieser Forschungskooperationsgemeinschaft haben alle Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet arbeiteten, mitgearbeitet. Und wir hatten ungefähr 20 Dauerfeldversuche, auf deren Ergebnisse wir zurückgreifen konnten. Wenn ich also Boden von einem Sandstandort oder einem Gebirgsstandort haben wollte, habe ich den Kollegen angerufen: Kann ich morgen kommen, Bodenproben holen? Dann hat er gesagt: Ja, du kannst kommen, oder komme morgen und übermorgen, dann kann ich dir mithelfen. War völlig problemlos, und so hatten wir eine sehr breite experimentelle Basis, speziell für diese Fragen: Versorgung der Böden mit Organsubstanz, also Humusforschung im weitesten Sinne. Und in dem Zeitraum ist dann auch die Humusbilanzierungsmethode entstanden, die heute noch mit ganz wenigen Abstrichen nach 40 Jahren voll gültig ist. Dann kam die Wende, und wir hatten das große Glück, dass wir auch nach der Umstellung der gesamten Forschung auf diesem Gebiet weiterarbeiten konnten. Wir hatten den Anschluss an die Arbeiten in den westlichen Ländern in Westdeutschland. Wir haben in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Bodenfruchtbarkeit, damals unter Leitung von Professor von Boguslawski, mitgearbeitet. Heute ist das die Arbeitsgemeinschaft Dauerfeldversuche, und stehen hier rund 50 Dauerfeldversuche mit einer Versuchsdauer von mehr als 20 Jahren für die Auswertung zur Verfügung. Und so können wir zurückblicken auf zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Erstens eine sehr breite experimentelle Basis, und zweitens auf eine Kontinuität der Forschung von über 30 Jahren. Und so etwas ist wohl heute doch ganz, ganz selten. Es gibt sehr viele, auch unterschiedliche Definitionen für den Begriff Humus oder Organsubstanz des Bodens. Die meisten sind mehr oder weniger unzutreffend und falsch. Am unzutreffendsten ist die Definition nach Schäffer und Schachtschnabel, die da heißt: Zur organischen Substanz der Böden gehören alle in und auf dem Mineralboden befindlichen abgestorbenen pflanzlichen und tierischen Stoffe und deren Umwandlungsprodukte. Nach dieser Definition gehören die lebende Organsubstanz nicht zum Humus, und es gehört bereits das Stroh, das auf dem Boden liegt, zum Humus und zur Organsubstanz. Nach dieser Definition lässt sich der Humus überhaupt nicht bestimmen. Zutreffend ist die Definition in Anlehnung an Müller: Unter organischer Bodensubstanz wird die im Boden integrierte, lebende und abgestorbene Organsubstanz verstanden, wobei der tote Teil als Humus bezeichnet wird. Allerdings werden heute die Begriffe Organsubstanz des Bodens und Humus synonym verwendet. Insofern muss man darauf achten, dass hier auch beim Humus, was sonst nicht üblich ist, die lebende organische Substanz, also das Edaphon, mit einbezogen ist.
Den Humus können wir ohnehin nicht bestimmen, beziehungsweise nicht für die weite Praxis, sondern es wird der Gehalt an organischem Kohlenstoff bestimmt und mit dem Faktor 1,724 multipliziert. Insofern muss man immer darauf achten, wird Humus gemeint oder ist der Kohlenstoff gemeint. In den meisten Fällen wird nur noch der Kohlenstoff angegeben und das ist auch günstiger so. Denn dann haben wir das, was wir eigentlich auch bestimmt haben, mit dem Umrechnungsfaktor 1,724 ist auch eine gewisse Ungenauigkeit verbunden. Es bestehen nahezu funktionale Zusammenhänge zwischen Humusgehalt und allen bodenphysikalischen Eigenschaften. Der Einfluss ist allerdings relativ gering. Zum Beispiel wird die Wasserkapazität mit 0,1% Kohlenstoff nur um 0,4 bis 0,6 Masseprozent verändert. Bei der Lagerungsdichte sind es bezogen auf 0,1% Kohlenstoff 0,006 bis 0,008 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, praktisch sind die Möglichkeiten, die bodenphysikalischen Eigenschaften über den Humusgehalt zu verbessern, sehr gering. Zweites Problem, Einfluss auf den Ertrag. Unsere erste Arbeit, als wir 1975 mit den Arbeiten begonnen haben, war natürlich, was bringt der Humus für den Ertrag? Und wir haben damals ausgewertet, auch aus der Literatur, 1100 Dauerfeldversuchsjahre. Mit dem Ergebnis, dass der Vergleich zwischen ausschließlicher Mineraldüngung und der optimalen Kombination organisch-mineralischer Düngung eine Ertragsdifferenz auf den besseren Böden von 6% und auf den Sandböden bis zu 10% bestand. Wir haben diese Auswertung wiederholt in diesem Jahrtausend unter dem Aspekt, dass möglicherweise die hohen Erträge, die wir heute haben, 10, 11 Tonnen Winterweizen zum Beispiel, ein höherer Humusgehalt erforderlich ist und haben 350 Dauerfeldversuchsergebnisse ausgewertet nach dem gleichen Schema wie vorher, verglichen die ausschließlich optimale Mineraldüngung mit der optimalen Kombination organisch plus mineralisch mit dem Ergebnis, dass im Mittel der Ertragsvorteil der organisch gedüngten Prüfglieder 6% ausmacht, am geringsten bei Winterweizen mit nur 3% und am höchsten bei Kartoffeln mit 9%. Wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir zunächst differenzieren zwischen den von früher her sehr gut bekannten Begriffen Dauerhumus und Nährhumus. Dauerhumus ist im Boden weitgehend festgelegt, über Jahrzehnte ist kaum zu beeinflussen. Und der Nährhumus, das ist das, was wir durch Fruchtfolge, Bodenbearbeitung und Düngung beeinflussen können. Und das ist relativ wenig. In der Grafik sehen Sie am Beispiel von 18 Dauerfeldversuchen mit einer Versuchsdauer von mehr als 20 Jahren den Unterschied zwischen dem Dauerhumus, beziehungsweise hier als organischen Kohlenstoff dargestellt, und dem Nährhumus. Er liegt in vielen Fällen unter 0,2%. Das heißt, die Differenz zwischen Gut und Böse beträgt auf den leichten Böden nur 0,2% organischen Kohlenstoff. Höher ist sie auf den lehmigen Böden am höchsten, am günstigsten, am Standort Bad Lauchstädt auf der Schwarzerde mit etwa 0,5 bis 0,6%. Es gibt seit Jahrzehnten Richtwerte für alle chemischen Bodeneigenschaften, für die Makronährstoffe schon seit über 50 Jahren, auch für die Mikronährstoffe, für die Schadstoffe. Aber es gibt keine Richtwerte für den Gehalt des Bodens an organischer Substanz, also Humus oder organischen Kohlenstoff. Das hat folgende Gründe. Der Bereich an Nährhumus, wie ich eben schon sagte, ist relativ gering. 0,2% Kohlenstoff bedeuten oder machen den Unterschied zwischen Gut und Böse aus.
Die Veränderungen im Boden verlaufen sehr langsam. Jährlich, selbst bei extremer Änderung der Bewirtschaftung, beträgt das mindestens 0,01% Kohlenstoff. Die großen Unsicherheiten der Kohlenstoffbestimmung basieren einmal auf einer großen räumlichen Variabilität. Es gibt Differenzen innerhalb eines Schlages, die 0,4 und 0,5% Kohlenstoff ausmachen können. Dazu kommt eine große zeitliche Variabilität. Wenn man im April eine Bodenprobe zieht, ergibt sie ein anderes Ergebnis, als wenn man am gleichen Standort mit gleicher Korrektheit eine Probe im September zieht. Hinzu kommt noch die Aufbereitung. Wenn die nicht ganz den Vorschriften entspricht, kann auch dadurch ein großer Fehler entstehen. Und letztlich spielt auch die Laboruntersuchung eine Rolle. Also Abweichungen von 0,1% sind kaum zu unterschreiten, sodass ein Fehler unter 0,1% Kohlenstoff kaum zu erreichen ist. Im Gegenteil, häufig auch 0,2%. Und das liegt dann praktisch schon innerhalb der Grenzen, die die Differenz zwischen gut versorgt und schlecht versorgt ausmachen. Deshalb ist die einzige Möglichkeit, den Versorgungszustand des Bodens mit Organsubstanz einzuschätzen, die Humusbilanzmethode. Sie sagt zunächst nichts über den augenblicklichen Versorgungszustand aus. Wenn man jedoch rückwirkend über 10, möglichst über 20 Jahre bilanziert und die Bilanz ist ausgeglichen oder positiv, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Boden ausreichend versorgt ist. Es genügt, wenn man dabei die unteren Werte der Humusbilanzierungsmethode verwendet. Über einen längeren Zeitraum eine ausgeglichene Bilanz bedeutet auch eine ausreichende Versorgung mit Humus. Diese Frage kann man laut und ganz deutlich mit Nein beantworten. Es besteht kein großes Interesse an praxisorientierter Forschung. Man kann schon fast sagen, es besteht gar kein Interesse. Das gilt auch insbesondere für die Ergebnisse von Dauerfeldversuchen. Und es hat auch folgende Gründe. Die Ergebnisse von Dauerfeldversuchen sind zuverlässig, sicher, nachprüfbar und praxisorientierend, dienen aber weniger der Rechtfertigung unbegründeter politischer Weichenstellungen. Zweitens, warum sollte man Forschung zur nachhaltigen Bodennutzung und zur Ernährungssicherung finanzieren, wenn das Ziel darin besteht, die Produktion zu senken? Der sogenannte Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in einem Gutachten, ich glaube es war 2004, geschrieben, die Flächenstilllegung dient in erster Linie der Produktionssenkung. Und immerhin wurden im Rahmen der EU 6,5 Millionen Hektar Ackerland stillgelegt. Das ist auch der Grund dafür, dass diese VD-Lufa-Methode zur Humusbilanzierung in den letzten 40 Jahren praktisch keine Präzisierung gefunden hat. Der dritte Grund, praxisrelevante Forschung ist nicht karrierefördernd. Die Wissenschaftler werden heute beurteilt nach Pünktchen, die sie kriegen, wenn sie Veröffentlichungen machen oder Drittelmittel einwerben. Praxisforschung zählt wenig oder gar nicht. Und dann noch ein Punkt, die Arbeit im Labor und am Computer ist natürlich wesentlich einfacher als auf dem Felde. Sie erfordert keine landwirtschaftlichen Kenntnisse und keine praktischen Erfahrungen und es muss nicht der Nachweis gebracht werden, dass die Ergebnisse auch anwendbar sind. Es zeigt sich auch darin, oder das geringe Interesse zeigt sich auch darin, dass Anforderungen, Anfragen, Hinweise von zahlreichen Wissenschaftlern an die politischen Entscheidungsträger praktisch überhaupt keine Beachtung finden, ja nicht einmal beantwortet werden. Die Leopoldine hat im Jahre 2012 in einer Studie die Aussage getroffen, dass die Klimaänderung jährlich einen Humusverlust von 3% bewirkt. Diese Aussage ist völlig unbegründet und inzwischen auch zurückgenommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Einfluss der Klimaänderung auf den Humusgehalt nachzuweisen.
Das erste sind Untersuchungen über längere Zeiträume von mindestens 20 Jahren unter Wahrung des Ceteris Paribus-Prinzips. Das heißt, es muss gewährleistet sein, gleiche Fruchtart, gleiche Düngung, alle anderen Faktoren müssen gleich bleiben. Und das ist praktisch nur in Dauerfeldversuchen gegeben. Die zweite Möglichkeit durch wiederholte Stichproben, auch über längere Zeiträume, 10, 15, 20 Jahre, dann aber repräsentativ für die jeweiligen Standorte. Wir haben 15 Dauerfeldversuche mit einer Versuchsdauer von mehr als 40 Jahren ausgewertet, mit dem Ergebnis, dass kein Einfluss oder kein negativer Einfluss der Klimawandel auf den Humusgehalt bisher nachzuweisen ist. Im Gegenteil, es gibt auch eine ganze Reihe anderer Untersuchungen. So haben Ebert Seeler und andere festgestellt, nach mehr als 40.000 Untersuchungen im Laufe von 15 Jahren, dass sich am Humusgehalt nichts verändert hat. Es gibt entsprechende Untersuchungen in Südengland und Wales, die zu dem Ergebnis kommen, veröffentlicht in der Nature, dass bei Ackerland der Humusgehalt teilweise signifikant angestiegen ist. Es gibt umfangreiche Untersuchungen in Holland auf der Basis von mehr als 2 Millionen Daten, die zu dem Ergebnis kommen, dass bei Grasland, Ackerland und auch Maisland der Humusgehalt angestiegen ist. Es gibt Untersuchungen in Österreich, auch dort wurden in verschiedenen Regionen ansteigende Humusgehalte verzeichnet und außerdem Modellrechnungen, die im Rahmen der EU durchgeführt wurden, gehen davon aus, dass zukünftig der Humusgehalt im Boden auch in Abhängigkeit oder in Beziehung zur Klimaänderung ansteigen wird. Nach allen Untersuchungen, die bisher vorliegen, insbesondere die Ergebnisse der Humusbilanzierungen, sind unsere Ackerböden ausreichend mit Humus versorgt, von der einen oder anderen Ausnahme mal abgesehen. Und hier kann ich nur auf das Internet unter www.agrarfakten.de verweisen. Dort sind dann die Angaben im Einzelnen auch nachzulesen. Bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts war der Humus gleichzeitig die wichtigste Nährstoffquelle, insbesondere auch für Stickstoff. Heute werden die Nährstoffe über Mineraldüngung optimal zugeführt, optimal nach Menge, Zeitpunkt und auch Art der Düngung. Das geht aber nur im konventionellen Landbau. Deswegen gibt es hier jetzt zwei völlig verschiedene Betrachtungsweisen. Der ökologische Landbau versteht unter Humus in erster Linie Stickstoffdüngung, denn ohne Stickstoff kommt er nicht auf die Erträge. Der konventionelle Landbau orientiert sich in erster Linie auf den Kohlenstoffgehalt, denn er bestimmt die Bodeneigenschaften, insbesondere die Bodenstruktur. Und der Humusgehalt kann nur erhöht werden durch die Zuführung von organischer Substanz, die vorher über die Pflanzen produziert worden ist. Und das ist im ökologischen Landbau schwer möglich. Wenn ich mich recht erinnere, dann wurden zum Beispiel in Brandenburg im Mittel der Jahre 2014 bis 2015 nur 23 Dezitonnen Getreide im ökologischen Landbau geerntet, im konventionellen Landbau 58%, 58 Dezitonnen pro Hektar. Das heißt, die bereitzustellende Menge, auch an Stroh und anderen organischen Substanzen, ist im ökologischen Landbau weitaus geringer. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es wird mehr Humus verlangt, gefordert und auch gebraucht, aber es besteht nicht die Möglichkeit, über die höheren Pflanzenerträge diese organische Substanz auch bereitzustellen. Im Zusammenhang mit der CO2-Konzentration der Atmosphäre wird vielfach die Möglichkeit diskutiert, Kohlenstoff im Boden zu akkumulieren und damit die CO2-Konzentration der Atmosphäre zu verringern. Das ist aber praktisch von Ausnahmen abgesehen nicht möglich, denn wenn ich Kohlenstoff in den Boden einbringen will oder akkumulieren will, muss ich ihn vorher über die Pflanze produzieren.
aber alles, was produziert wird, wird bereits jetzt genutzt und auch dringend gebraucht für Nahrungsmittel, Rohstoffe, Energie und so weiter. Eine weitere Erhöhung ist kaum möglich. Hinzu kommt, dass nur etwa 10% der Pflanzenmasse, die wir in den Boden einbringen, langfristig im Boden verbleibt. Das heißt, wenn ich den Kohlenstoffgehalt im Boden um nur 0,1% anheben will, muss ich dafür langfristig 100 bis 120 Tonnen Pflanzentrockenmasse einbringen.